Der Leichtsinn ist der Schwimmgürtel, mit dem man am besten den Strom des Lebens durchschwimmt. Die Menschen brauchen mich. Ohne mich würden sie sich gar nicht zurechtfinden, diese armen Würmer. Also einen Schneider, einen Tischler und einen Schuster. Einverstanden, meine Damen, den Kampf nehme ich auf. Und jetzt wollen wir uns mal diese drei Burschen näher ansehen. Dieser tolle Haaransatz, toll. Und der Nacken von einer Weiße, unwiderstehlich. Madame, auch für einen Schneider gibt es Momente, wo seine männliche Beherrschung an einem Zwirnsfaden hängt. Nur ist er gerissen. Unverschämtheit! Solange dieser zudringliche Mensch hier ist, betrete ich ihr Geschäft nicht mehr. Jetzt schade, aber dass er hinauskommt. Hier ist kein Dasein mehr für ihn. Mein Hiersein wäre ja ohnehin kein Dasein und mein Hierbleiben wäre kein Fortkommen. Darum schaue ich eben, dass ich wegkomme. Au revoir. Also das... Ihre Ehre, wem Ehre gebührt. Also, liebes Fräulein, Baby, schauen Sie sich einmal die Küche an. Was der Staudens, Fräulein, Baby, was man da draus machen kann. Leim, ich habe mit ihm ein ernstes Wertel zu reden wegen der Baby. Das ist nicht mehr notwendig, Herr Hobelmann. Ich gehe. Und zwar auf der Stelle. Ja. Das tut mir zwar sehr leid, aber ist vielleicht so am besten. Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die Welt ohne Geld. Wie hoch ist eigentlich der Haupttreffer? 100.000 Taler. 100.000 Taler. Habt ihr gehört? 100.000 Taler. Das sind 300.000 Flaschen Wein. Oder 3 Millionen Vierteln. Vielleicht sogar 30 Millionen. Wir sind doch nicht die Nummer, 73. Herr Wachter, kommt schnell, bei mir sind 6 Bräller. Da werden wir gern haben. 7, 3, 5, 9. Das ist der Haupttreffer. Ja. Meinerseits, das ist die Zahl, was die Zechbräller. Ich wollte sagen, die Herren Handwerksburschen. Leinwand, der Haupttreffer sitzt in meiner Gasse. Was der Haupttreffer? Peppi, du hast doch Geld in der Tasche. Die ganze Welt steht dir offen. Und schöne Weiber gibt es überall. Und so viele. Komm, auf die wollen wir anstoßen. Prost! Dann könnte ich ja eventuell ein Marquis von Roquefort werden. Jawohl. Aber das kostet Geld. Nein, kein Aber, Teuerste. Lassen Sie mich bitte diesen Sprössling werden. Ihr seid ja doch anständige Leute geblieben. Das ist ja der Leim. Ja. Na? Und was ist mit dir, Knirin? Hast du dich schon entschlossen? Ja. Ich brauche nur ein bisschen Bedenkzeit. Paula, wie kommen denn Sie hierher? Ich habe meiner Signorina den Dienst gekündigt und bin Ihnen nachgekommen, Herr Zwirn. Weil ich geglaubt habe, es ist doch sehr traurig, wenn man im Unglück ganz allein ist. Die Landstraße ruft. Ich bin bereit, Lupazzi.